Wie ist Ihr Name? Nennen Sie mich Alex. Schön, dass Sie gekommen sind, Alex. Bitte erzählen Sie mir, wie alles begann. Hammer smashed face. Es ist schon komisch, welche Leute man vernimmt, wenn man am Boden liegt. Die dumpfen Double Bass Rhythmen des Cannibal Corpse Klassikers dröhnten von oben hier in dieses miese Kellerloch herab. Scheiß Disco. Doch allmählich übernahm die gröhlende Menge um uns herum wieder das Kommando. Er hatte mich überrascht, hatte meinen Schlag eiskalt ausgekontert. Und der gekonnt gesetzte Leberhaken ließ mich taumeln, ehe sein Tritt mich von den Beinen geholt hatte. Nun spürte ich seinen schwitzigen, haarigen Arm um meine Kehle. Japsend nach Luft ringend, konzentrierte ich mich wieder auf das Wesentliche. Nun bloß nicht aufgeben! Der Fettsack auf mir hatte wohl andere Pläne, denn er drückte immer energischer zu. Okay, jetzt oder nie. Mit letzter Kraft bäumte ich mich auf und wuchtete nach hinten. Gemeinsam prallten wir gegen den rostigen Maschendrahtzaun. Die Wucht reichte, um den Hünen aus dem Konzept zu bringen. Sein Griff lockerte sich und ich bekam wieder Luft. Rasch setzte ich meinen Ellenbogen mit voller Wucht nach hinten. Tief grub er sich in das fettbefleckte Unterhemd und ließ ihn schnaufen. Ich wand mich aus seinem Griff und wollte gerade noch nach unten wegtauchen, als mich seine Faust abermals wie aus dem Nichts traf. Mich noch eben mit beiden Händen am Zaun festhaltend, schmeckte ich diese eisenhaltige Flüssigkeit zwischen den Zähnen, als seine Faust wie ein Hammer erneut zuschlug. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Sternenhimmel. Die Menge johlte und jammerte gleichzeitig auf. Ein hassverzerrtes Gesicht hinter der Absperrung schrie mir wüste Beschimpfungen entgegen. Sein Atem stank nach schlechtem Schnaps und Zigaretten. Ein Schlag. Ich konnte mich nicht mehr halten. Und mein Kopf machte wieder Bekanntschaft mit dem leicht feuchten Betonboden. Ich blickte hoch. Einmal noch. Ein grauer, nebliger Schleier. Flackerndes Neonlicht. Verzerrtes Stapfen. Dann dieser dunkle, gehobene Fuß. Meine Faust ballte sich in ihrem Kampfhandschuh zusammen. Gleich wäre es vorbei. Meine erste Niederlage seit dem Gefängnis und wahrscheinlich auch meine letzte. St. Petersburg mag keine Verlierer. Wie in einem Traum senkte sich unendlich langsam dieser schwarze Schemen herab. Er schien dem Raum das Licht zu entziehen, wie ein schwarzes Loch. Doch da regte sich etwas in mir. Die alten Worte meines Onkels. Von weit her und doch so nah. Du wirst sehen, wenn du denkst, es ist vorbei, dann sind wir manchmal am stärksten. Verstehst du? Nein, ich verstand eben nicht. Und dennoch geschah es. Ich rollte zur Seite weg, spürte den schweren Stiefel neben meinem Kopf einschlagen und wuchtete mich in einer flüssigen Bewegung auf die Beine. Blickte durch den roten Schleier meiner Platzwunde über dem Auge ins verdutzte Gesicht meines Gegners, als mein Kampfhandschuh ihm einen Schlag versetzte. Kurz hatte ich den Eindruck gehabt, meine Faust würde von selbst zuschlagen. Doch es fühlte sich gut an. Ich hatte Kraft. Viel Kraft. Der Schlag schleuderte meinen Gegner von den Beinen. Wie ein Betrunkener tapste ich unbeholfen hinterher und wuchtete erneut auf ihn ein. Der Koloss ging zu Boden und blieb regungslos liegen. Auf wackligen Beinen stand ich über ihm und blickte zuerst
in die nun verstummte Zuschauermenge, dann an mir herunter. Kurz hatte ich den Eindruck, meine Handschuhe würden hell erstrahlen. Doch als ich die Fäuste öffnete und mein Blick sich klärte, verschwand der Schein. Fassungslos betrachtete ich meine eigenen Hände, als über die Lautsprecher ein Sprecher irgendwelche unwichtigen Worte verkündete. Dann gaben meine Beine erneut nach und ich landete unsanft auf dem Boden. Das Letzte, was ich sah, war das eingeschlagene Gesicht meines Gegners, der neben mir lag. Es glich weniger einem Gesicht als einem roten, breiigen Etwas. War ich das gewesen? Und das Letzte, was ich hörte, war die Stimme, die mir sagte: Gott verdammt! Was hast du angerichtet? Scheiße! Dann Schwärze. Stille. Ruhe. Endlich. Motorgeräusche. Miefiger Tabakgeruch. Weiche Polster. Regen auf Metall und Glas. Dann ein Ruck. Hier hast du einen Lohn, Wichser. Und jetzt machst du wegkommst. Ein unsanfter Stoß in die Seite. Nässe. Asphalt. Kälte. Eine Tür, die knallt, und dann der aufheulende Motor einer Luxuskarosse. Meine ersten Sinneseindrücke nach dem Blackout waren nicht gerade die feinsten. Für ein paar Augenblicke blieb ich in der Pfütze liegen, die sich am Rande des Gehweges gebildet hatte. Dann drehte ich mich hoch und versuchte aufzustehen. Wo zum Teufel bin ich hier gelandet? Die Straße war spärlich beleuchtet und wirkte wie ein langer, dunkler Gang, an dessen Ende ein grünliches Schild das Licht am Ende des Tunnels darstellte. Eisiger Wind grub sich in meine nun durchnässten Klamotten. Missmutig sammelte ich die Geldscheine ein, die schon begonnen hatten, die Straße herunterzuschwimmen. Zumindest meinen Lohn haben sie mir ausgezahlt. Es hätte auch schlimmer kommen können. Torkelnd und den letzten Geldscheinen, die gerade Anstalten machten, die Straße herunterzurinnen und in einen Gully zu versinken, hinterherhastend, bewegte ich mich. Vorbei an allerlei merkwürdigen Geschäften und Häusereingängen. Ein Pfandleier neben einem Blumenladen. Auf der anderen Seite ein heimelig anmutendes Café, dessen große Fensterscheibe mit dem Bed and Breakfast Schild mich geradezu anschrie, näher zu kommen und hier zu verweilen. Nicht jetzt, dachte ich. Während die Geldscheine weiter die Straße herab auf das grüne Licht zutrieben. Hab ich dich! Das letzte Bündel Geldscheine. Ich steckte sie ein und stand nun vor diesem grünen Licht. Es war eine grelle Leuchtreklame, die ein Schaf darstellte. Darüber in geschwungener Schrift: Green Sheep Irish Pub. Ich blickte mich um. Keine Menschenseele war unterwegs an diesem Abend. Ach, was soll's. Das habe ich mir verdient. Und außerdem muss ich meine Klamotten wieder trocken kriegen. Und etwas zum Vergessen brauche ich auch. Irgendwas zum Runterkommen. Etwas für den Schlaf. Als ich nach dem Türgriff des Pubs griff, konnte ich schon förmlich den Geschmack des guten Whiskys auf der Zunge schmecken. Und so betrat ich das allererste Mal das Green Sheep. Als ich die schwere Holztür aufwuchtete und über die Schwelle trat, durchströmte mich sofort ein Gefühl von Wärme. Der Pub war eigentlich ganz schön. Und er war reichlich mit allerlei irisch anmutendem Tand geschmückt. Lichterketten, die in vielen bunten Farben blinkten
hatte man um niedrig hängende Dachbalken geschwungen. Es roch irgendwie nach allem. Bier, Schnaps, Zigaretten und ja, sogar ein Geruch von frisch gekochtem Eintopf drang in den Schankraum herüber. Ein kantiger großer Tresen zierte die Rückseite vor dem Durchgang zur Küche, woher wohl dieser wohlige Duft an meine Nase stieg. Es gab einige Möglichkeiten, sich an einen kleinen runden Tisch niederzulassen und die Bilder an den Wänden zu begutachten, die die verschiedensten Personen zeigten. Oft Personen mit Motorrädern, aber auch freundlich blickende, nach Touristen aussehende Gruppen. Kaum hatte ich den Schankraum betreten, schon wurde ich von einem großen, langhaarigen Mann begrüßt. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli und ausgetragene blaue Jeans. Darüber eine nicht mehr ganz so weiße Schürze, an der er sich nun hastig die Hände abwischte. Willkommen im Green Sheep. Fremder, setz dich. Was kann ich dir bringen? Whisky. Eine Flasche. Und ein großes Glas. Auf dem Absatz machte er kehrt und verschwand wieder hinter der ausladenden Theke. Ich breitete meinen Mantel über zwei Stühle aus, damit er trocknen konnte, und nahm in einer hinteren Ecke an einem Tisch Platz. Oh hey, ist das Eintopf, was da so herrlich duftet? Klar, selbstgemacht. Hab das Rezept von einer guten Freundin. Der Beste, sage ich dir. Kann ich da etwas von bekommen? Sicher. Gib mir einen Augenblick, ist noch nicht ganz fertig. Er schaltete per Fernbedienung den Flachbildfernseher in der Ecke mir gegenüber an und es flackerten Sportberichte zu mir herüber. Dann stellte er lächelnd eine große Flasche und ein noch größer wirkendes Glas vor mich auf den Tisch, ehe er erneut kehrt machte und in der Küche verschwand. Netter Mensch. Ich schenkte mir das erste Glas ein und ließ das Fernsehbild auf mich wirken. Die Nässe machte mir noch immer zu schaffen. Zudem müffelte ich extrem nach Schweiß. Aber irgendwie mischte sich in den angenehmen Geruch aus der Küche auch ein Hauch von Tier. Ich rümpfte die Nase und schnupperte. Es riecht. Es riecht. Nach Hund? Ich hasse Hunde. Ich konnte mit diesen bepaceten Vierbeinern noch nie etwas anfangen. Sie mochten mich nicht und ich mochte sie nicht. Aber hier war doch weit und breit kein Hund zu sehen. Naja, vielleicht hatte der Besitzer einen Hund in der Küche. Aber warum schoss mir dieser Geruch nun so penetrant in die Nase? Ich schüttelte mich und versuchte den Geruch mit den ersten Schlücken aus dem Glas zu betäuben. Der Whisky tat gut und spülte Wärme in meine Glieder, die noch immer ein wenig schmerzten. Nun erklang auch leise dudelnde traditionelle irische Volksmusik aus den Boxen des Pubs, die wohl irgendwo in der Deckenverkleidung versteckt angebracht waren. Nicht so mein Ding, aber naja. Ich trank. Und einige Minuten später brachte der Wirt tatsächlich eine kleine, grüne Schüssel mit dampfendem Eintopf. Danke, Mann. Ich schob ihm ein paar Scheine herüber. Kein Ding, wenn du noch was brauchst, einfach rufen. Ich umschloss die Schale mit beiden Händen und spürte intensiv die Wärme, die von der Mahlzeit ausging, ehe ich wie ein unartiges Kind mit schnellen Bissen das köstlich schmeckende Gericht in mich hineinstopfte. Allmählich füllte sich der Pub. Mehrere illustre Gestalten spazierten herein. Doch ich konzentrierte mich mehr auf meine Flasche als auf die Person. Sie waren mir egal. Mit jedem Schluck dämmerte ich weiter in diesen seligen Zustand hinüber, der mich vergessen ließ. Die Schmerzen vergessen ließ. Die Bilder vergessen ließ. Die Arena vergessen ließ. Die Vergangenheit vergessen ließ. Nach einem weiteren kräftigen Schluck aus meinem Glas dröhnten Motorengeräusche von außen an die Ohren der Pappbesucher.
und übertönten dabei sogar die lauten Gespräche der zwei deutschen Touris an der Theke, die sich angeregt mit dem Wirt zu unterhalten schienen. Kurz darauf schwang die schwere Tür auf und eine Gruppe von noch recht jung wirkenden Bikern betrat den Schankraum. Vorneweg ein großer, kantiger Typ mit grimmiger Miene und schwarzer, nietenbesetzter Lederjacke. Nicht so ganz passen wollte das riesige, goldene Dollarzeichen, das er in eine Kette um den Hals baumeln ließ. Ich blickte kurz in die Gesichter der Männer, die nichts Gutes erahnen ließen, und wendete mich dann wieder meinem Glas zu. Ich kannte diese Art von Halbstarken. Kommen sich toll vor mit ihren vom Papa gekauften Harleys. Sie treiben sich dann auf der Straße herum und pöbeln wahllos Leute an, zum Spaß, weil sie sonst nicht damit klarkommen, wie klein ihr eigener Penis doch ist. Wenn die Typen Streit suchen, dann bitte nicht mit mir. Nicht heute. Nicht hier. Die Gruppe setzte sich laut gröhlend und bierbestellend an einen großen runden Eichentisch direkt zwischen mir und dem Tresen. Kaum hatte der Wirt ihnen einen großen Bierhumpen auf den Tisch gestellt, wanderten ihre Blicke schon umher, und ich zog mich zurück in das Zwielicht der Ecke, in der ich saß. Vergebens. Der Große mit dem Dollarzeichen stand auf, warf seinen Kumpels noch ein tiefes Lächeln zu, deutete in meine Richtung und kam festen Schrittes auf mich zu. Mit stolz geschwellter Brust baute er sich vor mir auf und versuchte sehr tief und männlich zu klingen, als er mich fragte: Dich habe ich hier noch nie gesehen, Fremder. Wer bist du? Ich unterdrückte einen Seufzer, blickte langsam nach oben und stellte das Glas auf den Tisch. Dann reichte ich ihm die Hand. Medvedev. Doch der Handschlag ließ auf sich warten. Stattdessen pöbelte Mr. Goldkette weiter. Ich habe dich nicht an deine Lebensgeschichte gefragt. Was machst du hier? Ich blickte herunter zu meinem Glas und fixierte dann seinen Blick. Während ich übertrieben freundlich antwortete: Trinken! Er hielt den Blick stand, spielte noch einmal mit seiner Schultermuskulatur, beugte sich dann zu mir herunter und zischte dann mehr spuckend als sprechend: Trink aus und verlasse meine Bar! Die feuchte Aussprache traf mein Gesicht, und dennoch wendete ich meinen Blick nicht von seinem ab. Ein paar Sekunden lang starrten wir uns an, als der Wirt sich in unser kleines Duell einmischte. Hey Ivan, lass gut sein! Ein Knurren wie von einem räudigen Straßenköter entfuhr meinem Gegenüber. Mir weiterhin tief in die Augen blickend zischte er erneut: Wir sehen uns wieder! Dann wandte er sich ab und murmelte mit zusammengebissenen Zähnen ein leises Fick dich! In die Richtung des Wirtes. Freut mich, dich kennenzulernen, Ivan, entfuhr es mir, als ich aufstand und mich wankenden Schrittes Richtung Theke begab. Der Alkohol hatte schon deutliche Spuren hinterlassen, und ich wusste nicht, ob ich eine Auseinandersetzung mit den Halbstarken und seiner Gang hätte überstehen können. Ich setzte mich neben die zwei Deutschen an die Theke und stellte die zu inzwischen drei Vierteln geleerte Flasche und das Glas vor mich hin. »Dem gehört die Bar?« flüsterte ich lallend zum Wirt herüber. Der Wirt schmunzelte. »Das hätte er vielleicht gerne. Wisst ihr, ich habe eine Regel in diesem Haus. Jeder ist willkommen und jeder bekommt auch was zu essen und zu trinken. Aber wer Ärger anfängt, der geht und kommt nicht wieder.« Ich nickte eifrig und schenkte mir aus der Flasche nach. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich hier willkommen bin. Nur Verrückte hier, tönte es aus dem Mund des einen Deutschen. Er war drahtig gebaut und hatte kurze schwarze Haare und einen Kinnbart. Zu einer recht neu wirkenden Lederhose trug er ein schwarzes Fanshirt einer mir unbekannten Metalband. Sein Kollege war kleiner als er und etwas untersetzter, mit dunkelbraunem mittellangen Haar. Seine wachen Augen blitzten zu mir herüber und wanderten dann schnell zwischen dem Wirt, der Gang und mir und seinem halb leeren Bierglas hin und her. »Verrückte?«
Wen meinst du mit verrückt? Fragte ich. Die Antwort wollte ich eigentlich gar nicht hören, aber ich hatte das Gefühl, wenn ich hier so an der Theke in ein Gespräch vertieft wäre, würde mich das von den Halbstarken ablenken. Und so bekam ich dann auch meine Antwort. Ei hier, wild umherspringende, 5 Meter hohe Dinger, irgendwelche Typen, maximal pigmentierte Pimps, stammelte der Metaller. Aus Stromberg, aber anständiges Bier, ergänzte sein deutscher Freund. Das hochprozentige Zeug, was der Wirt diesem Deutschen da aufgetischt hatte, schien ihm nicht gut bekommen zu sein. Aber besser 2 verrückte Deutsche als eine übermotivierte Biker-Gang. Und so erfuhr ich, dass die beiden Hector und Pip hießen und aus Deutschland zum Arbeiten hierher gekommen waren. Eine rührselige Geschichte, der ich nur halb zuhören konnte. Denn immer wieder blickte ich zum Tisch der Biker herüber. Denn dieses Kribbeln im Nacken wollte nicht aufhören. Dieses stetige Gefühl, dass gleich etwas Schlimmes passiert. Als Ivans und mein Blick sich erneut kreuzten, schnellte er mit einem raschen Ruck hoch, den Stuhl nach hinten werfend. Mir reicht es nur mit diesen Menschlingen, brüllte er zu uns herüber. Gerade so konnte Hector noch seinen Kopf einziehen, als das Glas, was Ivan nach uns geworfen hatte, neben dem Wirt an der Rückwand zerschellte. Mit einem Satz stand Ivan vor uns und bäumte sich auf. Er schien größer zu sein, als ich gedacht hatte. Und mich durchflutete ein merkwürdiges Gefühl. Ein Gefühl, dass dieser Ivan gerade dabei war, etwas, was in ihm schlummerte, freizulassen. Etwas grundlegend anderes. Etwas, das hier nicht hingehörte. Ich konnte förmlich in ihn hineinsehen und erkannte ein Glühen und eine Silhouette eines großen Hundes, der in Ivan zu wachsen schien. Eifrig kniff ich die Augen zusammen. Doch der Eindruck blieb, während dem Biker im Gesicht Haare zu sprießen begannen. Wie im Zeitraffer konnte man beobachten, wie sie länger wurden. Und auch sein Kiefer verformte sich. Ein reißzahnbewehrtes Maul. Vor Schreck setzte ich zur Seite weg. Nicht eine Sekunde zu spät, denn das Ding, was mal Ivan war, hatte zum Schlag ausgeholt und seine Faust verfehlte mich nur um Haaresbreite. Ich spürte die übermenschliche Wucht an meiner Schläfe vorbeigleiten und machte mich bereit, einen weiteren Schlag auszuweichen. Dieses Ding dürfte nicht sein. Es war ganz und gar nicht von dieser Welt. Kein betrunkener, halbstarker Möchtegernschläger. Nicht mal ein Mensch. Dies war kein Gegner wie in der Arena, im Gefängnis oder auf der Straße. Ivan holte mit seiner mächtigen, nun mit schwarzen Krallen bewehrten Hand zum Schlag aus. Doch ehe er mich erreichen konnte, geschah etwas, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Ich streckte in meiner Abwehrstellung die Hände zum Konter nach vorn und plötzlich begannen sie zu leuchten. Golden glänzende Lichtfunken zuckten über meine Kleidung. Ein Brennen durchlief meine Arme und das Licht formte vor meinen Augen in meiner Hand eine leuchtende Keule, die das Wesen in seiner Angriffsbewegung stocken ließ. Ungläubig blickte ich auf die Keule in meinen Händen. Sie fühlte sich warm und gut an. Als wäre sie schon immer da gewesen. Als wäre sie ein Teil von mir selbst. Und doch bestand sie aus purem Licht. Während die beiden Deutschen zur anderen Seite in Deckung gingen, das Wesen vor mir laut zu knurren begann und ich die Lichtkeule zur Verteidigung vor mir herschwang, erklang eine abgrundtiefe Stimme, die den ganzen Pub erfüllte und die einem durch Mark und Bein schoss. Stopp! Aufhören! Und die Bewegungen endeten. Pip, sich gerade hinter einem Stuhl duckend, aber immer noch sein Bierglas schützend in der Hand haltend. Hector, der mit seinem verzweifelten Blick Richtung Wirt blickend, einen Schritt rückwärts setzte. Das Wesen, zähnefletschend und zum Sprung bereit. Und ich,
mit der Lichtkeule vor mir. Wir alle erstarrten in unseren Bewegungen. Stille legte sich über den Pub. Dann erschlafften alle Bewegungen. Das Wesen vor mir verwandelte sich zurück in Ivan, den halbstarken Biker. Und das Licht in meinen Händen erstarb wie eine langsam verglühende Kerze. Einen Atemzug später konnten wir uns wieder bewegen. Ivan kam zuerst wieder zu Sinnen und stürzte sofort hinaus zur Tür, gefolgt von seiner Gang. Und als sich die Tür schon zu schließen begann, konnte auch ich mich wieder bewegen. Und ich blickte ungläubig auf meine Hände, die soeben noch eine Jedi-Lichtkeule fest umschlungen hatten. What the fuck?